Moin Freunde, was geht ab? Ich habe es ja schon angekündigt. Es gibt eine neue Retro-Review und zwar geht es heute um den guten Kerl hier, Magneto aus der 1992, ja, 92, 25 Jahre alt, Freunde, 1992 erschienenen X-Men-Reihe von Teubitz. Und ja, die vierte Verpackung ist schon ein bisschen eingedellt, leider. Macht aber nichts, wir machen sie gleich auf. Und ich würde sagen, wir gehen ab zum Review-Bereich und dann schauen wir uns erstmal die Verpackung genauer an und dann machen wir sie auch noch auf. Bis gleich, Leute. So, Freunde, da ist er jetzt. Wir können uns das einmal genau angucken. Ich bin schon ganz aufgeregt, die Figur wird gleich ausgepackt. Ich habe echt Bock drauf. Viele haben mich schon verteufelt bei meiner Vorankündigung, wie ich gesagt habe, der ist 25 Jahre alt und ich packe ihn heute aus. Ja, ich sag mal so, es muss einfach mal sein. Ich muss einfach mal wieder so eine Figur in der Hand haben. Und wie immer, ich packe es aus, damit ihr es nicht müsst. Und ich versuche wie immer ein bisschen das Gefühl rüberzubringen. Aber wir schauen uns erstmal diese tolle Verpackung an. Ein tolles Artwork. Super, wir sehen hier super Spark Action. Ich bin gespannt, was es damit auf sich hat, Leute. Ich hoffe, es funktioniert noch alles an dieser Figur. Wie gesagt, sie liegt 25 Jahre, lag sie jetzt in einem Karton und heute wird sie ausgepackt. Wir können hier hinten nochmal ein paar andere Figuren der Reihe sehen. Hier unten natürlich, das ist Wave 1 und das war, glaube ich, Wave 2, wenn ich mich richtig erinnere. Und das sind also wirklich, wirklich tolle Figuren damals gewesen. Ich hatte sehr, sehr viele davon. Es kamen leider nicht alle in Deutschland auf den Markt, aber viele. Und ja, und ich habe sie damals als Kind zuhauf besessen und mich jeden Tag dran erfreut und damit gespielt. Und ja, was soll ich sagen, Leute? Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum. Sondern wir machen das Ding jetzt einmal auf. Ich schneide das hier auch nicht, sondern wir machen das jetzt hier live auf. Also nicht, dass ihr denkt, der holt jetzt gleich eine andere Figur raus. Nein, macht er nicht. Er macht es auf. Ich versuche das mal einigermaßen vorsichtig zu machen, weil ich habe mit der Figur nämlich am Ende des Videos noch was vor. Also bleibt dran. So, sie ist offen. Ich habe es getan, Leute. 25 Jahre war sie in ihrem Gefängnis. Jetzt nicht mehr. Ich stelle mal eben die Kamera ein bisschen runter, damit wir die Figur gleich sehen können. So. So, als erstes haben wir hier drinne eine Karte. Und zwar war das in den 90er Jahren auch ganz, ganz modern. Sie ist festgeklebt. Das ist natürlich nicht so schön. So, und zwar war das sehr modern, dass man diese Trading Cards hatte. Da könnt ihr sich wahrscheinlich viele auch noch dran erinnern. Und das waren im Prinzip einfach nur Sammelkarten. Also es ist nicht wie die Trading Cards heute, mit denen man spielt, sondern das waren einfach Sammelkarten mit den Charakteren drauf. Und wir haben hier Mojo 2. Sehr, sehr coole Karte. Gefällt mir schon mal sehr gut. Aber es dreht sich ja um den Magneto. Und es ist alles festgeklebt. Ich hasse das. So. So. Wir haben hier erstmal eine Waffe. Ich weiß nicht, wieso er eine Waffe hat. Ich gehe mal davon aus, es ist irgendeine Art Strahler. Und hier haben wir den Magneto selber. Oh, das ist relativ schwer, muss ich sagen. Und Leute, der ist einfach perfekt. Selbst... da ist kein Weichmacher ausgetreten, nichts. Selbst hier der Umhang, der ist noch schön. Es backst nichts, es ist nichts klebrig. Und schaut euch den mal an, ist der nicht geil? Ach, ist der cool. Der sieht so geil aus. Also dafür, dass die Figur 25 Jahre alt ist, muss ich sagen, sieht die echt gut aus. Also die hat von der Bemalung her und so haben die sich damals von Teubitz echt Mühe gegeben. Und sie hat auch schon relativ viele Bewegungspunkte. Und jetzt ist hier zum Beispiel ein Punkt, das war früher immer. Also die Figuren waren bei den Gelenken immer mit Metallstiften und nicht wie heute mit Plastik einfach nur.
wo das dann ausleiert oder so. Und das finde ich auch sehr gut. Optisch ist es natürlich okay. Heutzutage würde man sagen, es sieht scheiße aus. Aber ich muss sagen, ich find's super. Natürlich ist es auch beweglich. Wir können auch den Umhang abnehmen. Und wir haben hier im Prinzip einfach nur Ellenbogengelenke. Wir haben hier wir könnten den Arm um 360 Grad drehen. Wir können den Kopf drehen. Wir können ihn in eine eher sitzende Position bringen. Alles, ja, für die damaligen Verhältnisse ist es schon ein bisschen mehr als Standard gewesen. Tja, dann soll der eine Spark-Funktion haben und ich bin echt gespannt, ob das funktioniert. Ich nehme dazu mal den Umhang ab. Den packen wir mal beiseite und dann sehen wir hier hinten nämlich so einen Hebel mit einem Zahnrad. Und wenn man diesen Hebel jetzt bewegt, müsste hier vorne eigentlich Blitze kommen. Und es funktioniert tatsächlich noch. Das ist ja so genial. Und wenn man das als Kind zu oft gemacht hat, dann hat sich das einfach erledigt, weil hier drinne ist im Prinzip ein Feuerstein. Wie bei einem Feuerzeug. Und ja, man kennt es selber, irgendwann hat sich der Feuerstein verabschiedet und dann war es das. Und da man die Figur hier nicht aufschrauben konnte, beziehungsweise kann, ja, ist dann diese super tolle Spark-Funktion irgendwann einfach weg. So, die Waffe können wir ihm natürlich auch in die Hand geben. Ich würde mal sagen so. So, das war's. Weiter will ich das nicht machen. Und den Umhang wieder drauf. So, mit Umhang funktioniert dieses Spark-Feature nämlich nicht, weil hier der Umhang ein Loch hat und da geht dieser Hebel rein. So. Ah, ist das geil. So eine Figur mal wieder in der Hand zu haben. Sehr, sehr cool. Ich habe euch ja angekündigt, ich habe etwas mit dieser Figur vor. Und zwar wird diese Figur jetzt an einen von euch verlost, beziehungsweise wird sie in den nächsten Tagen verlost. Und zwar müsst ihr meinen Kanal abonnieren und dieses Video hier kommentieren mit dem Hashtag X-Men. Und ja, für alle, die das bis zum 3. Februar gemacht haben, wird es eine Verlosung geben und dann werde ich einen von euch diese Figur zukommen lassen, inklusive der Verpackung natürlich und der Karte. Ich hoffe, Leute, dieses Video hat euch gefallen. Vergesst die Infos auf der Endcard nicht. Abo, wie gesagt, wäre gut. Kommentieren noch besser, wenn ihr beides habt, seid ihr mit drin in der Verlosung. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.